Willkommen beim Fußballmanager 20 mit der Karriere beim 1. FC Köln. So, wir haben, bevor wir anfangen, erstmal hier zu meiner Hintergrundgrafik, wenn das 3D-Spiel geladen wird. Ich zeige euch dann hier jetzt gleich, genau hier, in welchem Ordner die Grafik reinkommt. Die Grafik muss eine Tager-Grafik sein, also eine .tga-Grafik. Und darf 1920 mal 1200 groß sein. Das zeige ich euch dann gleich hier. Hier, ne? Genau dort zeige ich euch das dann. Gut. Das hätten wir jetzt erstmal. Alles klar. So. Und weiter geht's gegen Real Madrid. Das Hinspiel haben wir 1:1 gespielt, das Rückspiel werden wir mit derselben Mannschaft, also mit der Rotation 1 Mannschaft, aber 3D-Modus spielen. So. Dann wollen wir hier 100% Einsatz haben. Logisch gegen Real Madrid. Und gucken, ob wir weiterkommen. Bin mal gespannt. Das wird jetzt hammerhart. Ich will mich bei Real Madrid auswärts. So, unsere zweite hat 4:1 gegen Stuttgart 2 gewonnen mit der neuen Taktik. Sehr gut. Kollege zieht schon wieder 3 Tore. Was der Kerl? Egal. So, aber der ist noch zu schwach für die erste Mannschaft mit 71. Alles klar. So, weiter geht's. Gegen Real. Jetzt wird erstmal ein Auto gespeichert. Automatisch gespeichert. So, haben wir eine Nachricht. Jugendspieler entdeckt. Ja, nehmen wir doch an, ne? Was hat er für eine Spielstärke? Stürmer 57. Ja, kann man doch nicht meckern. Her damit. So, was sagen eigentlich unsere Jugendcamps? Aber so wie ich das sehe, ist da nichts. Okay. Entschuldigung, der Husten, der bringt mich noch mal um. So, was haben wir jetzt? 2 Millionen? Nein, ich will 2,2 haben. Unter 2,2 geht gar nichts. So, was bietest du? 2,1? Ich will 2,2 haben, du auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der abgelehnt wurde oder angenommen wurde. Sehe ich ja jetzt. Akzeptiert, super. Der geht für 2,2 Millionen nach Toulouse. Sehr gut. Ist er schon mal weg. So, unsere AB-Jugend hat 5:1 gegen Freiburg gewonnen. So, das hat man ja gehabt. Dann wäre der Porato erstmal weg für 2,2 Millionen. Wohlgemerkt aus der zweiten Mannschaft. Und jetzt kommt das Spiel. Oh, danach gegen Dortmund. Auch im 3D-Modus. Alles klar. So, jetzt kommen erstmal 3D-Modus gegen Real Madrid. Wir spielen rot, ich bin weiß. Perfekt, besser geht es nicht. Hier, das Hintergrundbild meine ich. Da habe ich euch jetzt den Pfad gezeigt, wo das hinkommt. Wie gesagt, da muss 1920 mal 1200 groß sein und im TGA-Format. Das nennt sich Targa. Gibt es einige Programme bei Google, die auch kostenlos sind, die das umwandeln. Sollte also alles funktionieren. Damit das nicht so trist ist hier. Da könnt ihr x-beliebige Bilder nehmen. Ist egal, was ihr nehmt. Ist an euch überlassen. Aber man kann nur immer ein Bild nehmen. Also ich habe schon geguckt, ob das irgendwie... Ich hätte es ja gerne gehabt, dass das gegen... Immer das Stadion vom Spiel, wo man halt spielt, zeigt. Aber das müsste man neu programmieren. Da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. So, Real Madrid, weiß gegen rot, von links nach rechts spielt Real Madrid, von rechts nach links, da spielen wir. So, dann wollen wir mal gucken, was wir gegen Real Madrid bringen. Also 1:1 ist das Hinspiel ausgegangen. Wenn wir 2:2 spielen, sind wir weiter. Wenn wir 0:0 spielen, sind wir draußen. Wenn wir 1:1 spielen, gibt es Verlängerung. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir, wenn wir verlieren, verlieren wir. So ist das immer. Aber sieht ja gut aus im Moment. 0-0.
bin total erkältet, ey. Aber kein Coronavirus. So. Sehr gut gespielt. Kein Update. Ab in die Mitte. Nichts passiert. Auch nichts passiert. Gut gehalten. Tottenham liegt 1-0 vorne. Harry Kane. Oh, bei uns sieht es sehr gut aus. Und 1-0. Ne, hat er wieder super gehalten. Keeper ist gut von denen. Ja, sollte auch sein, ne, bei Real. Das war abseits? Ja. Eindeutig. Zweideutig, eindeutig. Aber nächste Saison wird eine neue Taktik gespielt. 4-4-2 mit Raute. Die zweite und die Jugend spielen schon damit. Können schon mal einspielen. So, dann. Na, Jungens. Sehr gut gespielt. Kriegt er auch noch, aber hat der Keeper halt abgefangen. Ecke. Abgefangen, sehr gut, aber faul. Und 1-0 für Real, war klar. Isco. Ah. Abseits. So, ich spiele mir dann gegen Real Madrid Kurzpässe. Ich hoffe, das passt. So, und los geht's. War gut gehalten. Daneben. Gehalten. Schade. Oh, der steht aber ziemlich frei. Na gut, dass er nicht so gut flankt. Das meine ich mit den Flanken, die sind total bescheiden. Hätte er viel besser spielen können. Das ist abseits. Zur Halbzeit. Das ist bei den anderen 0-0, 0-0, 1-0. Tottenham 1-0 gegen Lyon. Manchester 0-0 gegen Bayern. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen noch. Mehr als versuchen kann man es ja auch nicht. So, und los geht's. Zweite Halbzeit. Glück gehabt, Latte. Ja, ich glaube, da haben wir noch keine Chance gegen. Das ist Wahnsinn. Oder? Ja, mal gucken. Einen Moment. Verlieren wir halt. Mann.
So, wir stellen das System jetzt mal um. Jetzt versuchen wir mal mit unserem 4-4-2 zu spielen. Das heißt, wir wechseln die Taktik. 4-4-2. Wo ist sie? Mit Raute. Aber 100% Einsatz. Na komm her. 100% Einsatz. Kurze Pässe. Das bleibt alles. Das müssen wir mal gucken, wie wir hier wechseln müssen. So. So, jetzt müssen wir den Özcan erstmal rausholen für den Amiri. So, Amiri kommt auf die OM. Chapua kommt auf links Mittelfeld. Ach, Mann, ey. So, Valverde tauscht mit Peña. Und Valverde kommt raus für Kunja. So, jetzt haben wir mit zwei Stürmern. So spielen wir jetzt. Bin mal gespannt, wie das läuft. Beim nächsten Auswechslung. Beim nächsten Mal, wenn wir daneben schießen oder sowas. Oder beim nächsten Tor, wie auch immer. Gerettet. Ah, Ecke. Jetzt wird sie wechselt. Jetzt spielen wir 4-4-2. Der war nichts. Schade, abseits. Man will ja ein enge Ding hier. Abgewehrt. Und 2-0, das war's. Das war's gewesen. Außer Spesen nichts gewesen. Tja, dann sind wir ausgeschieden aus der Champions League. Aber ist okay, passt schon. Wir sind weit gekommen. Jetzt hätte ich mir noch schnell zwei Tore, bin mal gespannt. Aber glaube ich nicht, wir haben jetzt schon die 86. Minute, das ist gewesen. Juve führt 3-0, nee, Chelsea führt 3-0 gegen Juve. Na, 2-1, wenigstens so ein Tor gemacht. Jan Vita ab. Na, kommt noch das 2-2. Ich bin gespannt. Wenn wir 2-2 spielen, sind wir weiter, aber ich glaube nicht. Nee, das war's. War ja auch klar. Bayern ist auch draußen, soweit ich weiß. Bei Menu hat Hinspiel gewonnen. Hoch. Jubel, weiß ich nicht. Tottenham müsste weiter sein. Müssen wir mal gucken. Ja, weiß ich ja nicht. Kriege ich ja keine Anzeige. Ich bin ja draußen. Also, ich bin auf jeden Fall ausgeschieden. Na, so ist das. Haben wir ein bisschen mehr Luft. Weniger Spiele. Gut, das war's dann erstmal für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann morgen beim Spiel gegen die BVB im 3D-Modus. Bis morgen dann. Ciao, ciao.